Ist das Masochismus? Verhalten sich die Wähler bei uns wie Lemminge? Lust am Untergang und bis zum letzten Atemzug hinter einer Regierung hinterherlaufen, auch wenn man sieht, dass es auf den Abgrund zugeht. Fragen über Fragen. Das Ergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen hat mich heute schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die SPD hauptverantwortlich für das, was wir erleben, auch schon dadurch, dass sie so lange in der Regierungsverantwortung ist, auch unter Angela Merkel Wahlgewinner, wenn auch mit leichten Verlusten. Die Grünen haben nochmal massiv zugelegt, über 14%, dass diejenigen, die Lust haben am Frieren, die so naturverbunden sind, dass sie dann zu Hause bibbern wollen. Ich verstehe es nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich auch aufgeregt über die Berichterstattung in der ARD. Gut, man kann nun sagen, das ist naiv. Was willst du? Das war abzusehen, dass es so ist. Ich erinnere mich an meine Jugend, da habe ich mir oft die Frage gestellt, welche von den Leuten vor dem Fernsehschirm oder hinter dem Fernsehschirm sind für welche Partei, welche Sympathien haben die, das war nicht schwer zu erkennen, da heute riecht das 100 Meter gegen den Wind, dass bei der ARD, dass die brav und begeistert von zwei Parteien sind und eine Partei heute wirklich nur mit Fußtritten bedienten. Bei der AfD einmal wurde dann kurz rübergeschaltet, dann war das Ganze noch überlagert von einem zweiten Ton, nur ganz kurz, und dann hat man sofort mit einem Politikwissenschaftler über die AfD gesprochen. Ganz egal, wo man steht, ganz egal, wer was von welcher Partei hält, es muss doch zumindest versucht werden, überparteilich zu sein. Also nicht mal im Ansatz eure Gebührengelder im rot-grünen ideologischen Kampfauftrag. Ich fürchte, beim ZDF war es ähnlich, ich kann mich aber nicht splitten, ich habe nur ARD geschaut, die meiste Zeit. Ja, was mich freut, muss ich ganz offen sagen, das ist, dass die FDP eine Schlappe erhalten hat dafür, dass sie Steigbügelhalter dieser rot-grün-rosa Politik ist, dass sie diese rot-grüne Ideologie mitträgt, dass sie umfällt eines andere Mal, dass sie in meinen Augen einen unerträglichen Verrat an ihren eigenen Wählern hier in Dauerschleife fast schon begeht. Die CDU auch phänomenal. Diese Regierung ist, wie mir ein Freund geschrieben hat, wie ein wundgeschossenes Reh. Diese Regierung ist schwach. Alle sehen, dass diese Regierung nicht auf Höhe der Zeit ist, dass sie unfähig ist, um diese Herausforderungen zu meistern. Und der Friedrich Merz kann diesen Elfmeter nicht verwandeln. Er schießt meilenweit über das Tor. Warum? Weil er so zaghaft ist in meinen Augen, weil er sich als Kopie von Rot-Grün-Lila gebärt. Und ganz interessant, dass der Trittin, der frühere Umweltminister, frühere Maoist, früher, vielleicht gar nicht früher, also in vielen wirkt er mir heute noch, als wäre er ein Kommunist und Maoist, der sagte, ja, die CDU wurde abgestraft, weil sie kokettiert habe mit solchen Themen wie Sozialtourismus und dergleichen, dafür würden sie abgestraft. Meine Überzeugung ist, die wurden abgestraft, weil Merz als Umkipper dasteht, weil man sieht, die machen nicht das, was eine wirkliche Alternative zur Regierungspartei ist. Und die AfD steht ja auch nicht gut da. Sie hat sich auf dem Parteitag sehr zerstritten gezeigt und kann man auch sehr vieles kritisieren. Aber dennoch ist sie der eigentliche Gewinner dieses Wahlabends, was eben zeigt, vielen Menschen reicht es einfach. Und die sagen dann wirklich auch eine Partei, die zerstritten ist und wo mir vielleicht ein oder der Flügel nicht so gefällt. Aber ich bin unzufrieden mit dem, was diese großen Parteien machen. Es gab auch einige Entlarvungen heute. Der Kühnert, der SPD-Generalsekretär, der noch nie im normalen Berufsleben war, aber sehr großes Mundwerk hat, der hat die CDU kritisiert, dass sie nörgle. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Oppositionsarbeit ist nörgeln. Herr Kühnert, das war mal Grundlage einer Demokratie, dass man andere kritisierte. Für sie ist das Nörgeln. Und Gespräch mit dem CDU-Vize hat dann ein ARD-Journalist dann noch gesagt, also wo ich mich wirklich dann, also da kam bei mir DDR-Feeling hoch, muss ich ganz klar sagen. Er meinte, ja, müsse man jetzt nicht konstruktive Oppositionsarbeit leisten, statt dass man immer da alles so kritisiere, sinngemäß.
fassungslos. Also der Mann möchte offenbar eine Einheitsfront, wie man das kennt, und das, was wirkliche Demokratie ist, richtig kritisieren, das will er nicht, dieser ARD-Journalist. Und ich kenne das aus Russland, Berlin. Es ist immer Opposition, ja gerne, aber sie muss konstruktiv sein, was heißt stramm auf Linie. Und so erwartet man das auch von der CDU. Und das Schlimme ist, dass Friedrich Merz das eben in vielen bedient. Und heute hieß es auch wieder, ja, die CDU hat so schlecht abgeschnitten, weil sie so eine Oppositionsposition gegenüber der Regierung einnimmt. Nein, es ist umgekehrt. Das ist meine tiefste Überzeugung. Die CDU hat so schlecht abgeschnitten, weil sie keine überzeugende Oppositionsrolle einnimmt. Und da sagen eben viele, warum soll ich die Kopie wählen, wenn ich das Original wählen kann? Ganz entscheidend und kaum irgendwo aufgegriffen ist die verheerend geringe Wahlbeteiligung, 60%, das heißt fast die Hälfte, sind gar nicht zur Wahl gegangen. Und ich glaube, darunter sind ganz viele, die enttäuscht sind, die einfach keine wirkliche Wahl hier mehr sehen. Ja, das ist auch der große Unterschied. In Frankreich, in Italien, da ist ja das Parteisystem zusammengebrochen. Und ich habe mich so aufgeregt über dieses Wahlergebnis, dass ich mein Mikro an der Seite habe stehen lassen, deshalb am Anfang wahrscheinlich etwas leise. Sorry, aber jetzt nochmal alles aufnehmen, das wäre mir jetzt wirklich zu viel. Ich weiß ja, wer meinen Kanal schaut, der weiß, dass es manchmal Fehler gibt. Viel mehr technische Fehler als bei ARD und ZDF, aber es kommt ja auf die Inhalte an. Also nochmal, diese Zahl der Nichtwähler, ganz, ganz signifikant, und das zeigt auch, dass sich, wenn es wirklich hart auf hart kommt, könnte es sich sehr schnell drehen, wenn zum Beispiel die Leute eine Alternative sehen würden, wie das ja in Italien der Fall war und in Paris. Ich finde, nach dem, was wir heute erlebt haben, dürfen sich wirklich die meisten in Deutschland nicht beklagen, wenn das wirklich den Bach runtergehen sollte. Mein Verstand sagt mir, es wird den Bach runtergehen diesen Winter. Mein Herz und meine Seele sagen, nein, du bist viel zu pessimistisch, alles wird gut sein. Ich bin kein Orakel, ich kann es euch nicht vorhersagen. So, meine Einschätzung nochmal, sorry für die Mikropanne, aber das ist, wenn die Emotionen überborden, dann ist man zu dumm, um das Mikro rüberzuschieben. Danke für euer Verständnis. Schaut wieder rein, lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer die Nachricht. Unterstützen, wenn es geht, alles danke. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und im Nachspann nochmal, YouTube ist wieder mit der Monetarisierung schikanös. Das heißt, die Werbung wird immer anfangs nicht freigeschaltet, solange das Video noch aktuell ist, und dann nach 4-5 Tagen, wenn es nur noch wenige schauen, dann wird es freigeschaltet. Ob es Bürokratie ist, Unfähigkeit oder Schikane, ich weiß es nicht. Mir ist das egal. Ich weiß, dass ich mich auf euch verlassen kann. Eure Unterstützung ist das, was zählt. Und ich werde mich nicht von diesen Disziplinierungsmaßnahmen von YouTube beeindrucken lassen. Ich bringe es trotzdem aktuell. Ist mir egal. Alles Gute. Danke. Ciao.